Hallihallo, Hallöchen bei Potterlander. Ich habe einen Tag frei und dann geht's wieder in die Nächte und das muss, egal wie, ausgenutzt werden, um einmal eine kurze Runde zum See zu drehen, hier auf meiner Hausstrecke sozusagen, durch den Stadtwald. Wir kennen die Strecke bereits, Klusenkapelle, Hermannsblick, ihr wisst das alles. Wir gehen uns rausgehen. Ich habe heute wieder so viel vorgenommen und wollte eigentlich dies machen, das machen, jenes machen und dann kommst du doch wieder zu nichts, ne? Egal, jetzt nochmal 2-3 Stündchen an die frische Luft, das ist frühlingshaft mild. Ja, kurze Hose, kurzes Oberhemd. Und eigentlich bräuchte ich die Weste nicht, wenn sie nicht so nett mit Taschen bestückt wäre. Gut, durchatmen, es geht bergauf, Freunde. Bitte drücken. Und genau das ist eine Pferdeampel. Eine Ampel nicht für Pferde, sondern für Reiter zum Drücken. Wir sind im Stadtwald und der Namensgeber dieser Hütte, wenn ich das richtig gelesen habe, Wilhelm Jekutsch, ich muss da nochmal gucken. Ja, der würde sich vermutlich erschrecken, in welchem Zustand diese wunderschöne Schutzhütte momentan ist. Leider vermüllt. Ja, brauche ich nichts weiter zu sagen. Sehr schade eigentlich. Und das ist die Mondscheinwiese, wenn ich hier richtig informiert bin. Ja, mitten im Stadtwald. Eine Tummelwiese. Das ist ganz schön. Im Sommer könnte man hier vielleicht Ball spielen, Frisbee werfen, sich einfach mal ein bisschen ausruhen. Ja, und weiter geht's schon wieder. Ah. Da muss ich doch eben einmal vom Weg ab, weil ich das entdeckt habe. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, wenngleich bei einer meiner letzten Touren ich sowas an anderer Stelle gesehen habe. Dürfen wir nicht drauf, machen wir auch nicht. Aber eine jagdliche Einrichtung. Also Hochsitz, Ansitz. Und der Blick ist super gewählt. Und da sind wir schon an der Klusenkapelle. Ja, wir haben Februar. Und zwar den 22. Und wir haben frühlingshafte Temperaturen von 18 Grad. Wie gesagt, kurze Hose, ne? Und die Pollen schlagen aus, das ist ein Traum. Ich will See sehen, ich will zum Baldener See. Ich hab Bock, der fehlt mir. Bevor dunkel wird, einmal hin und zurück. Aber ist egal, wir haben eine Taschenlampe. Seltsame Sachen hängen hier rum. Ach jo, Futter für die Piepmetze. Sobald gibt es kein Halten mehr. Die Natur, die erwacht mit jedem Grad.
ein Stückchen mehr aus dem Winterschlaf. Es zirpt, es piept, es raschelt, es grünt und blüht aus allen Ecken. So langsam riecht es auch fast nach Frühling. Auf jeden Fall, meine Augen sagen es mir unmissverständlich. Die Pollensaison hat begonnen. Oh. Ja, gute Medikamente sollen den Spaß ans Rausgehen dann doch nicht allzu sehr trüben, ne? Gut, wir sind gleich am Baldeneysee. Ich hab Bock. Und da sind wir auch schon. Naja, 50 Minuten bummelig mit viel Foto und Film am Fernleger Seaside Beach bei Mai. Enjoy! Scholli. Und nach dem Abstieg hat der liebe Gott auch in Essen, und zwar ganz besonders hier, natürlich den Aufstieg geschaffen. Ja, los geht's. Oder weiter. So, und da sind wir schon wieder. Eine kleine Feierabendrunde. Von zu Hause Richtung Baldeneysee und wieder zurück. Mal eben schnell, spontan meine Hausrunde, meine Hausstrecke, ein Home Run sozusagen. Ja, jetzt geht es mir auch wieder besser. Macht das doch auch einfach. Geht raus, atmet durch, kriegt den Kopf frei. Vor allen Dingen bleibt gesund und bis bald. Euer Schrömi von Potteinander. Ciao.